Und zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Smoger, mit dabei der Venom. Moin. Willkommen zur 7. Folge von The Quarry. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie sich Max in einen Werwolf verwandelt hat. Ja, wir wissen ja, dass es Werwölfe anscheinend in dem Spiel gibt, was die Ursache von allem Übel anscheinend zu sein scheint. Und ja, wir sind jetzt in der Zelle, aber wir wollen jetzt sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Legen wir los. Denn erstmal müssen wir schlafen gehen. Schauen wir mal. Wir wollen schlafen. Ah, mir fällt doch gerade ein, ich habe Rudelwolf ausgewählt, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist egal. Deswegen wird auch immer meins genommen. Wird ja so. Du musst wählen. So. Sagst du mir, was passiert ist? Wie sieht er denn aus? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben was zu klären. Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Bin ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Beine werden nicht Wirklich? abgetastet. Ich mache uns Kaffee. Der ist eigentlich ja kein Böser. Glaube ich nicht. Hat er wieder zurückverwandelt. Das heißt, Nick Was könnte ist sich auch das? wieder zurückverwandeln. Sie ist ja an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts, nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Das sagen Sie gerne, das Wort. Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja.
Was ist mit Ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, Sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, verschreckt ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Warum? Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat, und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Wenn Sie all das wissen, warum haben Sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Was ist der Plan? Kommt schon schwacher als Rede. Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Das hat nicht mal gestartet. Ich glaube, Werwolf hat man da nicht so im Studium. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück.
Bilde? Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Ja, du hast es doch selber gesehen. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Nun, Gott. Ziemlich schlimm. Ja. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Ich spreche nichts, was du nicht halten kannst. Ich weiß, dass wir hier sind. Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Vorbildung. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was soll ich denn machen? Ja, war das. Was war das? Ja, war klar. Dachte ich mir. Oh, ich hab nach unten gedrückt, weil ich dachte, gerade muss ich nach unten greifen. Nee. Wäre ja auch nur logisch gewesen. Das sag ich nicht. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst sie nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt der das. Der Wanderer und dann der verdammte Journalist. Verdammt, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Wann kommen Dean und Sam? Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Warum ich da überhaupt daneben angefangen haben zu reden? Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur, hörst du? Der Kopf. Und? Mit Chris Hackett. Also, wollte er uns rauslassen? Zwei. Nein. Er ja, ist der drei. Werwolf. Okay. Max. Hm. Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Deswegen solltet ihr aber wenn Chris mich gebissen hat, dann... Muss er sterben. Das ist die Heilung. So heilen wir dich.
Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Kostet aber Silber. Hey! Man weiß nicht, wie das ist, wenn... Hilfe! Wenn ein Mensch ist. Hilfe! Ja. Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt. Was zur Hölle ist dir los? Laura! Die sieht ja nicht, oder was? War die nicht leer? Keine Ahnung. Ein toller Weg gewesen. Hätten wir es nicht gemacht, dann wären wir am Arsch. Glaube ich. Wobei sie ja eh nicht stirbt. Okay. Ich stell mir vor, die ich dachte schon, du wärst echt oder jetzt doch irgendwie möglicherweise sterben. Oder, ja. Sie war doch nicht da, ein bisschen drüber. Camp. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Das wird die Mutter sein. Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Ist abgeschlossen. Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey. Ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Was wohl der Grund dafür ist? Wir feiern, wenn es vorbei ist. Ja. Dass wir Werwölfe sind? Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry. Hätte es mit diesen abgebrannten... Heute Nacht. Zirkus da zu tun, der da war. Hier, die Freakshow da. Hm, stimmt. Dann hab ich ja gar nicht mehr gedacht. Wahrscheinlich. Kapitel 7 geht echt lang. Na, du wirst erstmal ein bisschen was erklären. Ich bin zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser. Ach, da hat Emma Max getroffen. Ja.
Das war's. Aber meine Story. Wir waren dort halt zu zweit bei der Insel dann. Also nicht alle durcheinander. Der eine, der da kopfüber hing und... Warte. Das war nicht mehr die Insel. Also unsere Insel? Du meinst die Insel? Die ist doch rübergerutscht mit dem Seil. Ja, stimmt, ja, da war ja was. Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss... ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Nope. Man sollte sich mal die ganzen Daten alle aufschreiben, echt. In dem Moment müsste er jetzt einmal auf der Insel sein. Oder schon geflüchtet sein. Hm. Ich weiß die Zeit nicht mehr. Max? Also bist du sicher. Wir haben ja gelernt, die vertragen kein Wasser. Mhm. Aber komische Werwölfe. Ah, irgendwie fehlt Fell. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Die Bisswunde zeigen. Wurde sie gebissen? Wollte er. Bin entkommen. Oh. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Neuer Charakter.
wird die Mama sein. Wie ist unser neuer Gast? Rieche ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Wow, was für eine Szene. Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Stimmt, sie hat ihn ja mitgenommen. Ich rufe die Polizei. Bringt er null. Beim Gegner oder die Polizei bitte. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Oh, oh, oh! Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es. Ganz sicher. Bitte lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Bitte nicht! Schon zwei, Bobby. Hey! Hey! Hey, wo geht's hier hin? Hey! Hey! Gollum. GEMA-Musik. Kapitel vorbei. Denke ich auch. Keine Karte. Ne, doch, eine haben wir. Doch, ich freue mich stets, dich zu sehen. Ist auf Vergangenes zu schauen nicht ein Spaß? Ist ein übler Haufen, oder? Sehen wir uns an, was du gefunden hast? Na klar. Die Welt. Ah, die Welt. Oft reist man auf direktem Weg. Aber nicht immer ist es so simpel. Manchmal sind unsere Wege verschlungen. Sei mitfühlend, nicht zornig. Du wirst wohl auf Freunde angewiesen sein. Nicht selten fällt das Kind bereits in den Brunnen, ehe wir uns der Bedrohung bewusst sind. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Also letzte Prophezeiung kam gar nicht. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Der da wäre. Na, die Statistiken sind zu weit bei auch ein bisschen. Das ist richtig. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Trotzdem verstehen sie, warum sie das nicht so wie. Naja, keine Ahnung. Bei den anderen Spielen gemacht haben mit dem Multiplayer. Keine Ahnung. Kapitel 8: Der Bauch der Bestie. Ryan. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Ist
Sie hat aber recht. Caitlin? Was soll ich tun? Oh, wow. Ganz tolle Führungsqualität. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Neugierig. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story, es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Das ist ein Spiel. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Ach so. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Ja. Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Das komische Baumhaus da, oder was das da war. Da, wo sie Licht gesehen haben, da. Es gibt wahrscheinlich keine Alternative. Ernsthaft? Es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Die den Scheiß nochmal gehabt. Bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nickmann. Stopp! Oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ist nicht. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Ja, jetzt sind die 12. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Hier wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Da fehlt was. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. An irgendeinem Keller sind sie. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Aber jetzt, wo es regnet, müssten die Werwölfe trotzdem auch Schwierigkeiten haben.
Okay. Hier stimmt doch was nicht. Was genau hast du hier vor? Gar nichts. Wehe, du lässt nur die Zeit verstreichen. Nein. Hier draußen sind wir nämlich in großer Gefahr. Sagt die Mörderin. Weißt du, das hier wäre viel entspannter ohne deinen Stock im Arsch. Was ist dein Problem? Komm on, das ist richtig. Hatte einen beschissenen Sommer. Definitiv. Tja, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Oh. Was soll das denn heißen? Ich weiß nicht, ich meine, du lebst noch. Warum soll noch jemand leiden? Auge um Auge macht die Welt nur blind. Oder nicht? Ich mach das doch nicht aus Rache. Ich muss Max retten. Du machst das alles für einen Typen? Was soll ich denn sonst tun? Ihn so zurücklassen? Ich schulde es ihm. Wie gesagt, ein beschissener Sommer. Da ist es. Hackett House. Sehr einladend. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Jetzt läuft die Zeit weg. Oh, die Prophezeiung. Es muss einen anderen Weg rübergehen. Mhm. Hab dich! Pass auf, rutsch weg! Ey, der Prophezeiung ist aber nur ergefallen. Na, vielleicht, wenn du dich am Verantwort gegeben hättest, hätten sie wahrscheinlich gestritten und wären weiter als noch ein bisschen. Ja. Laura? Das Blut durchscheut das Nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Hm? Was soll das? Ruhig, hier. Oh. Heilungskräfte haben eingesetzt. Was hast du für große Augen? Wow. Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie ja. Genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die beiden haben mehr Glück als verstanden, dass unten Wasser war und kein Boden. Mhm. Ja, aus der Höhe hätte Aua gemacht. Aha. So, wo ist jetzt die Tarotkarte? Da liegt doch was, oder? Ah. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Der Besitz eines Steinbrucharbeiters, den er in den Tunneln zurückließ. Die
schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass das in den 30er Jahren passierte. Oh Gott, wir haben schon wieder zwei Verlocke. Oh Gott, ey. Da musst du wirklich jede Ecke abklopfen, ey. Aber auf den Feinsten, ey. Am besten alle Wege dreimal gehen. Und das alles zu sammeln. Ich will immer Kreis drücken zum Schnauerlaufen. Jetzt sind wir im Quarry drin, ja. Sieht so aus, ja. Werkzeug. Was sieht alt aus? Bestimmt noch von den Arbeitern. Diese verrosteten alten Werkzeuge sind Überbleibsel aus der Hochzeit der Mine des Hackets vor der Zwangsvollstreckung. Guck mal, das ist eins, was vor der Protosis. Ach ja, Salzsäure. Also geht's nicht in der Reihenfolge. Vielleicht wird man ja noch das da. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Das kommt gerade mit den 3D-Sounds richtig cool. Die Geräusche hier. Silence! Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Junge, stehst du im Weg. Sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht. Was war denn das jetzt? Das war jetzt so ein Move, wie hätte ich dich nicht gehalten, wärst du gefallen. Da darf ich nicht. Oder sind wir jetzt hier im Moria oder was? Hast du eigentlich den Trailer schon gesehen zu Herr der Ringe Serie, den richtigen jetzt? Nee. Das, die Serie könnte ein richtiges Brett werden. Jetzt sieh dir das an. Jetzt musstest du mal in die Richtung drücken, wo sie hinspringt. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Und ich hätte vielleicht gerade den Controller nicht in der Hand gehabt. Ich hatte ihn auch nicht ganz in der Hand. Aber ich hab's noch geschafft. Aber hast du gesehen, ihre Augen sind nicht mehr gelb. Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Etwas, das wie beschädigte oder vernarbte Haut aussieht. Okay. Guck mal, weit unten, das ist ja. Gut. Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Müssen wir nicht da lang? Warum läuft der nach da? Ordentlich tief.
Oh. Cave in, Wo ist Cave Denver. Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Was für eine Schublade? Schon gut, vergiss es. Machst du das immer so? Was denn? Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh, wow, charmant. Ich nehme an, du bist Single? Ja, wieso? Ach, nur so? Hier lang. Ich sehe Licht. Anderen Weg habt ihr ja nicht. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du hast verkackt. Ja, du bist wohl weil ich erst gedrückt gehalten habe. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Ladies first. Karte, das Rad des Schicksals. Einfach findest du gar keinen, jetzt findest du einige. Das sieht ja sehr einladend aus. Sieht gut aus. Wie ich bin. So, irgendwas muss hier sein. Vorsicht, Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut, dann trink mal. Und wertvoll wahrscheinlich. Na, weiß ich nicht. Das waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Nur bei dem Jahrgang. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Schwarzbrenner sind eher so. Na los, wir müssen weiter. Zur damaligen Zeit war das bestimmt sehr viel Geld wert. Ja, aber nur aus dem Grund, weil Alkohol verboten war. Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Werbung. Caitlin. Wieso sind die jetzt nochmal ins Haus zurück? Oh, nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Aus mit dem Gesicht. Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Manchmal sind die Minder auch ein bisschen komisch. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Irgendwie. Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick?
und Nick. Ich hatte aber nicht im Büro die Lade runter. Die sind immer noch beschädigt. Das habe ich nicht vergessen. Ach stimmt, die wollte das Auto reparieren. Stimmt. Was? Da ist Emma drin. Ist da jemand drin? Weiß nicht. Warum so komische Bewegung? Jacob? Emma? Nancy? Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arschkumpel. Gibt's einen Jumpscare? Pfefferspray! Hey, wir sind's! Oh shit! Der arme Kerl, ja. Halt! Tut mir so leid! Dylan, tut mir so leid! Ich wusste nicht, dass ihr es seid. Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer! Was? Lufterfrischer! Das war nicht gerade angenehm, glaube ich. Wegen riechen seine Augen jetzt gut. Was anderes war nicht im Van. Das kann einem leid tun, mit seiner Hand und dann das. Dylan? Deine, Sie war die ganze Zeit in der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist dein Schrottplatz. Also, kriegst du's hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück. Sicher, dass der sicher ist? Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Ryan. Keller. Sei leise. Sei du leise. Was gibt's denn hier so Schönes? Das ist der rote Raum. Ah, eine Karte. Jetzt haben wir aber schon drei in dem Kapitel, oder? Ja, komm schon. Drei oder zwei? Zwei mindestens. Eine alte Rumdistille, vermutlich aus der Zeit der Prohibition. Ein Relikt aus der Vergangenheit der Familie Hackett. Eine alte Distille. Das Geschäft lief wohl ganz gut. Wahrscheinlich.
Noch nicht in den roten Raum. Ist hier noch irgendwas? Noch eine Karte. Jetzt geht's aber rund hier. Mhm. Ja, von da kommen wir. Dann heißt es wohl in den Raum mit dem roten Licht. Aber was wir dort vorfinden, das sehen wir in der nächsten Folge von The Quarry. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Smoker und der Venom. Ciao, ciao.